Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgern3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Ich habe ja heute schon einen Livestream von Pixelgern3D gemacht. Da haben wir 1000 Juwelen dazu verwendet, ja, um hier Kisten zu öffnen, was richtig, richtig krass war. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden gestreamt. Falls ihr diesen Stream verpasst habt, aktiviert unbedingt hier unter diesem Video die Glocke. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ein neuer Stream online geht oder auch wenn hier ein neues, ja, Video online geht, und ihr seid hier immer sofort von Anfang an dabei. Aber na gut, um was geht es eigentlich heute in diesem Video? Wir haben in diesem Chest Opening Stream hier über 1000 Münzen uns erspielt hier bei der Gratis-Dröhe, und ich bin es trotzdem noch voll gewohnt, hier ja extremst viele Kisten zu öffnen, weil ja ich habe halt auch extremst viele Juwelen. Aber ja, wir haben jetzt über 1300 Münzen und damit kaufen wir uns jetzt eine neue Waffe, denn es ist ja momentan der Tauschwagen hier am Start und da gibt es ziemlich coole Waffen. Wir haben zum Beispiel Anubis, eine Spezialwaffe, den Entenjäger, eine Zusatzwaffe oder hier die Scheibenkampfstation, was eine Primärwaffe ist. Die werden wir uns nicht holen, obwohl die richtig, richtig cool aussieht. Die ist ja so an die PlayStation 1 angelehnt. Das war so meine erste Spielekonsole am Fernseher. Richtig, richtig cool. Da gleich mal meine Frage an euch. Was war denn so eure erste Spielekonsole? Schreibt mir das gerne rein in die Kommentare. Und falls euch dieses Video gefällt, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. Deswegen werden wir uns wieder den Entenjäger holen, denn momentan habe ich nicht wirklich eine gute Zusatzwaffe. Und der Entenjäger hört sich eigentlich ziemlich nice an, denn der Entenjäger hat hier eine Feuerrate von 89, eine Kapazität von 12 und ein Gewicht von 50. Die Effizienz ist auf 116, aber die kann man ja sich auch dann komplett maxen und man kann den Entenjäger auch bestimmt auf mythisch machen, wenn man hier wieder ein paar Juwelen in die Hand nimmt. Wir haben ja letztens eine Level 1er Waffe auf mythisch abgegradet und das hat ganze 1200 Juwelen gekostet, was ziemlich krass ist. Ja, einzelner Schuss, Gadget Blocker finde ich sehr interessant und hat hier auch Verbrennung. Viele von euch haben auch schon geschrieben, man braucht dafür Aim, deswegen ist die Waffe nichts für mich. Trotzdem möchte ich sie gerne hier für euch austesten, damit ihr hier keinen Fehlkauf begeht und vielleicht dann sagt, nö, die Waffe ist nichts für mich, kaufe ich mir doch nicht. Oder ihr sagt, okay, die Waffe ist ziemlich nice, ich hole mir die. So, 1070 Juwelen, ich würde sagen, wir drücken hier gleich mal auf Kauf und holen uns das Ding. Da ist es jetzt in der, ja, von hier verschwunden vom Händler und hier gleich mal drinnen in der Kategorie Zusatz. Ja, momentan ist ja noch der Dampfrevolver hier meine beste Zusatzwaffe. Aber wir spielen heute mit dem Entenjäger und ich bin schon richtig gespannt, was die so drauf hat. Ja, 1200 Juwelen kostet das, wenn man diese Waffe auf mythisch verbessern will. Und das ist schon ziemlich krass. Ja, wie gesagt, das hier ist immer mein erster Eindruck zu einer Waffe. Da ich habe die noch nie vorher gespielt. Ich weiß nicht, wie man die spielt. Ich kann euch somit immer nur meinen ersten Eindruck geben. Ich glaube, die Waffe ist besser so auf Fernkampf als Aztecan Temple. Ja, ist eine gute Map. Ist zwar nicht ganz groß, ist aber auch nicht ganz klein. Aber besser als eine Pool Party oder sowas in der Art. So, ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Der Aztecan Temple ist ja auch neu designt. Okay, die Waffe schießt schon mal sehr lustig. Die Animation ist hier mal, ist hier mal ziemlich nice, wie da vorne das explodiert. Ja, Magazin hat es von 12 und ja, macht auch Verbrennungen. So, jetzt müssen wir nur noch mal einen Gegner treffen. Wo haben wir einen? Liebe Gegner, wo seid ihr? Oh, ah, verdammt, der Diamant hat mir hier Schaden zugefügt. Yes! Okay, das war ein Kill von meinem Tierchen. Okay, nice! Die Waffe schießt eigentlich ziemlich schnell. Und sie macht auch Verbrennungen. Ihr seht schon, wie der Gegner hier brennt. Okay, hier haben wir, ja, nichts Gutes. Das mit dem Item-Blocker verstehe ich nicht ganz. Können die Gegner ihre Items nicht einsetzen, wenn ich hier in der Nähe von ihnen bin? Oder können sie die Items nicht einsetzen, sobald ich sie getroffen habe? Das ist eigentlich eine gute Frage. Aber ich glaube, wenn ich in der Nähe von ihnen bin, können die ihre Gadgets nicht einsetzen. So, der hat einen YouTube-Cape. Das ist ziemlich nice. Yes, da haben wir den Kill. Okay, ich finde die Waffe eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, sie wird jetzt meine neue Zusatzwaffe, muss ich sagen. Ich finde die Waffe cool. Ich finde es richtig nice. Ich finde es nice, dass sie die Gegner verbrennt. Also mit der kann man schon spielen. Okay, ich muss jetzt sagen, wir laden hier mal nach. Nachlade-Animation mega cool. Und auch das Game-Geräusch ist ziemlich nice. So, Doppelkill ist hier am Start. Gut, 17 zu 6. Ich glaube, das Match gewinnen wir. Ist auch gut, wenn wir es gewinnen, weil ich möchte ja so schnell wie möglich auf Level 55 kommen.
Und das dauert noch etwas. Das dauert noch. Ja, Kopfschuss. Okay, ich würde sagen, mein Aim ist in diesem Video gar nicht mal so schlecht. Und schreibt mir auch gerne mal rein in die Kommentare, wie ihr diese Waffe so findet. Habt ihr sie schon, habt ihr sie noch nicht? Werdet ihr euch sie holen? Würde mich eigentlich sehr interessieren. So. Oh, den hatten wir. Jetzt waren wir so nah dran. Oh, jetzt muss ich nachladen. Yes. Aber jetzt haben wir kein Leben mehr. Schade. Immer schön mal verbrennen. Aber die Verbrennung macht, glaube ich, nicht so viel Schaden. Das ist einfach, glaube ich... Ja, sieht cooler aus und sieht heftiger aus, als was es hier im Endeffekt auch ist, weil... Ja, ich glaube, das zieht noch ein paar Punkte ab, weil man merkt es ja selber, wenn man mal verbrannt ist. Außer, dass es hier nervig ist auf dem Bildschirm, weil alles blinkt und rot ist, macht das Teil eigentlich nicht viel. Also so eine Verbrennung. 31 zu 10, ich glaube, die Gegner werden hier... Yes, den haben wir getroffen. Hier verlieren. Nice. Ich treffe natürlich wieder nicht. Hätte ich den, glaube ich, dreimal getroffen, wäre der K.O. gewesen. Weil die Waffe macht nicht so wenig Schaden. Wenn man die auch noch auf Mythisch dann upgradet, dann ist das nice. Deswegen möchte ich halt zuerst mal Level 55 kommen. Und dann möchte ich nur ausgewählte Waffen, mit denen ich mir sicher bin im Spiel, auf Mythisch upgraden. Weil die dann eben mega, mega stark sind. So, wir bekommen hier 11 Pokale, steigen somit auf Rang 6 auf. Und ja, geil, wir haben nur 6 Kills. Das gegnerische Team war auch nicht so... Das Beste. 30 Erfahrungspunkte kann sich sehen lassen. Somit brauchen wir nur noch 230 Erfahrungspunkte, um hier auf Level 45 zu kommen. Ich bin ja sehr, sehr vorsichtig in letzter Zeit mit dem Vorrechnen live hier in einem Video, weil ich habe mich schon öfter mal verrechnet und das habe ich dann in den Kommentaren zu spüren bekommen. Deswegen bin ich da sehr, sehr vorsichtig, wenn ich hier... Ja... Irgendwas rechne hier bei Pixelgun3D. Ja Leute, falls dieses Video gefällt, nicht vergessen hier Daumen nach oben zu geben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, wir spielen hier diese Waffe gleich nochmal. Diesmal auf der Map Schachmatt. Ist ja auch eine neue Map. Im letzten Stream sind wir drauf gekommen, dass manche Schachfiguren sich nicht so bewegen, wie sie sich wirklich in einem Schachgame zu bewegen haben. Aber na gut. So, hier haben wir wirklich einen guten Überblick. Und da die Waffe ja doch weiter schießt, ist es nicht so schlecht. So, ich glaube, hier haben wir 3 Hits gebraucht, um den Gegner zu zerstören. So wie, glaube ich, dieser Springer. Der hat sich jetzt nicht ganz richtig bewegt. Nice. 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 So, alles meine Kills. Außer der. Der war, glaube ich, nicht mein Kill. Wow, 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 wow. Hey. Alles mit der Ruhe. Verdammt. Na gut. Aber es ist 15 zu 6, Leute. Sieht wieder... Komme ich da nicht durch? Stecke ich jetzt fest? Nö. Ich komme vorbei. Ja, ich finde die Waffe richtig geil. Wie gesagt, eure Meinung dazu rein in die Kommentare. Das einzig Coole, was noch wäre bei dieser Waffe, wenn sie hier ja so ein Aim hätte, wenn man damit zielen könnte, weiß ich, so vierfach Zoom oder so irgendwas in der Art, dann wäre schon ziemlich cool. So, super Schrotgewehr. Das gibt es ja hier bei der neuen Saison, kann man sich ja das holen. Aber ich glaube, ich werde mir den Battle Pass nicht holen. Finde ich momentan unnötig. 4 Schüsse waren das jetzt, glaube ich. Und es waren eigentlich alles Kopfschüsse. Also, es gibt stärkere Waffen. Aber wenn ich die auf Mythisch upgrade, ich glaube, dann haut die schon ziemlich rein. Na gut, 29 zu 30 verlieren werden wir, wie gesagt, hier auch auf keinen Fall. Läuft eigentlich ziemlich gut. Obwohl man auch immer ein Glück haben muss, in welches Team man gerankt wird. Ah, oh, komm schon. Der Teufel brennt. Ah, oh, 22%. Oh, der spielt mit der gleichen Waffe. Nice. Aber da holen wir uns gleich mal den Rache-Kill. Nice. Kopfschuss von dieser Entfernung mit dieser Waffe. Nicht schlecht. Obwohl ich habe auch letztens einen Kopfschuss gemacht von unten... Mit dem Ultimatum, was auch etwas komisch war. Weil das ist ja eigentlich theoretisch nicht möglich, dass man da einen Kopfschuss schafft. Ja, Kill-Unterstützungen machen wir viele, was ich auch gut finde. Weil man bekommt ja trotzdem Punkte.
Und im Endeffekt zählen ja die Punkte, was man hier im Team für eine Platzierung einnimmt. Ah ja, der hat auch die Itemsperre und wenn ich neben ihm bin, kann ich keine Items setzen. Ah, nicht getroffen. Okay. Ja, 3-4 Schüsse braucht man, um hier einen Gegner zu erledigen. Finde ich eigentlich solide. Finde ich lustig zu spielen, weil irgendwie mag ich keine One-Shot-Waffen, Leute. Ich habe keine Ahnung, aber die mag ich nicht. So, außerirdisches Scharfschützengewehr, das ist eine durchschlagkräftige Waffe für 3 Spieler gratis. Dann legen wir das gute Stück mal an, würde ich sagen. Na gut, Leute. Was für eine super Folge, würde ich sagen. Wir haben 2 Matches gewonnen. Wir haben 60 Erfahrungspunkte erhalten. Wir haben eine neue Waffe, die auf alle Fälle hier reinkommt in mein Waffenarsenal, was ich jetzt öfter spielen werde. Und ja, hier öffnen wir noch eine Gewinnertruhe in meinem Clan. Und dann würde ich sagen, beenden wir dieses Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir hier einen Eindruck zur neuen Waffe, den Entenjäger, hier geben. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Falls du neu bist, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, falls du kein Video mehr verpassen willst, wie schon am Anfang gesagt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du hier die Glocke unter diesem Video aktivieren würdest, damit du immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn hier irgendwas von mir online geht. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Und haut rein. Ciao.